Heute machen wir Kimchi, fermentiertes koreanisches Kohlgericht. Chinakohl in der Mitte durchschneiden, danach vierteln. Wir brauchen ein großes Gefäß und die Blätter werden jetzt einzeln gesalzen und jetzt ein paar Stunden so stehen lassen. In der Zeit 200 ml Wasser, 2 gute Esslöffel Reismehl dazugeben, normales geht auch. Einmal gut durchrühren, 1 Esslöffel braunen Zucker und aufkochen lassen. Ein Apfel, eine Birne, eine Zwiebel, ganze Knolle Knoblauch und ca. 40 Gramm Ingwer müssen püriert werden. Nach 2 Stunden ist unser Chinakohl richtig weich geworden. Jetzt wird das Ganze unter kaltem Wasser richtig ausgewaschen, jedes Blatt, und gut abtropfen lassen. 300 Gramm Rettich in schön feine Streifen schneiden, genau wie 3 Möhren und noch Frühlingslauch. Das Püree, die abgekühlte Reismehlstärke, Chilipaste, 3 Esslöffel, 2 Esslöffel Chiliflocken, etwas Fischsoße, umrühren. Jetzt hinzugeben, das sind Streifen geschnittene Gemüse, Chinakohl, und dann wird das wirklich sorgfältig damit bestrichen. Muss jetzt fermentieren, einen Tag bei Zimmertemperatur, dunkler Ort, danach für mindestens ein paar Tage in den Kühlschrank. Insgesamt sind 5 Tage rum und kommt bei mir in die Gläser. Es ist so locker einen Monat haltbar. Geschmacklich sehr gut, knackig, fruchtig durch die Birne und Apfel. Dieser fermentierte Geschmack, nach einer Woche ist es noch besser.